Hallo und herzlich willkommen bei den Nerd von Medizin. Hi. Und schon wieder geht's weiter. Philipp, ich wollte mal eine Geschichte erzählen. Bitte. Absolute Wollte Begeisterung. sowieso gerade einschlafen. Ja, genau. Und zwar die Geschichte ist folgende. Ich hatte vor kurzem einen Notarzteinsatz mit einem jungen Patienten, den hat es vom Sprungdurm des Schwimmbads aber nicht ins Becken reinkaut, sondern halt hinten runter auf die so Steinplatten. Schlecht. Ja, genau. Der war schon relativ krank, aus meiner Sicht auf jeden Fall Polytrauma verdächtig. Und ich habe den bei uns im Schockraum abgegeben, also in unserem Klinikum. Und es lief alles super, der Patient hat es gut überstanden, bla 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 und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt bin ich nachher aus der Übergabe, aus dem Schockraum raus und habe mir gedacht, das lief zwar gut, aber entweder habe ich jetzt da viel zu viel gelabert oder habe ich da zu wenig erzählt. Das ist mir auch von Momente mal, ich habe ja gar nichts erzählt über. Dass er vor 2 Wochen mal eine Impfung hatte oder so. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Philipp, ich weiß, du hast ein cooles Schema, wie man so gerade Traumaübergaben gut macht. Und deshalb nutze ich die Chance, jetzt da vor versammelter Weltöffentlichkeit dich zu fragen. Genau, Martin, ich kenne das Problem natürlich ganz genau und oft fängt man sich ja dann in Details und redet nur noch über die Details, weil man irgendwie daran halt festhängt mental. Ich bin ja immer so begeistert, wenn man eine Thoraxdrainage legt oder so, dann möchte man ganz viel über die Genau, Thoraxdrainage genau, hören. genau. Und dann habe ich, naja, auf jeden Fall habe nicht ich mir ein gutes Schema ausgedacht, sondern andere Leute, und zwar das ADMIS-Schema. Das habe ich heute mal mitgebracht und möchte das vorstellen, weil ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, wie strukturiert man optimal eine Traumaübergabe. Ganz wichtig ist, man kann natürlich fast alle Übergaben so strukturieren. Ich bin bei internistischen Patienten, neurologischen Patienten nicht ganz so zufrieden damit, deswegen vor allem fürs Trauma super. Für die anderen Patienten guckt mal, wie ihr damit zurechtkommt. Gibt es das S-Bar-Schema oder so? Genau, und darüber wollen wir wahrscheinlich auch nochmal was machen. Aber erstmal zu ADMIST. Genau. Was heißt Admist? Genau. ADMIST, wie hier unten eingeblendet geschrieben, steht für Age, Time, Mechanism, Injury, Symptoms oder Signs und Treatment. Ja, wieder ein cooles englisches Akronym. Naja, Das aber ich sage 200. euch, es ist überhaupt nicht so schwer. Fangen wir mal an mit A. Age. Was sagt man? Man sagt das Alter des Patienten und freundlicherweise auch den Namen. Beispiel, wenn man es nicht so genau weiß, das ist Martin Pfandler, ein ungefähr 30-jähriger Patient, der in so einem Schockraum ist. Ja. Ja. Oder das ist Philipp Gotthard, der 25-jährige Beachboy, der jetzt in den Schockraum kommt. Mal so was? Alle, what? Und was sagt man bei Time? Bei Time sagt man natürlich nicht die aktuelle Zeit, wäre auch nett, braucht man aber nicht zu machen, sondern natürlich den Zeitpunkt des Unfalls. Und zwar am besten setzt man das, sagt man keinen Unfallzeitpunkt, sowas wie um 16:45 Uhr, sondern man sagt vor 90 Minuten. Oder man sagt beides, um 16:45 Uhr, das heißt vor 90 Minuten Genau. zum Beispiel. Das heißt, dann hat man schon 2 Punkte abgearbeitet. Ihr seht, es geht relativ schnell am Anfang. Dann geht es weiter. Mechanism. Und Mechanism, da fängt man am besten erstmal an zu sagen, warum ist man eigentlich im Schockraum? Das heißt, ich komme mit einem Patienten, der vor ungefähr 90 Minuten einen Sturz aus großer Höhe über 3 Meter erlitten hat. Herr so und so ist dabei vom Sprungturm im Schwimmbad gefallen und rücklings auf Betonboden gelandet. Genau. Und dann hat man den Unfallmechanismus ganz gut erklärt. Was anderes ist es ein bisschen bei Autounfällen, da kann man ein bisschen mehr ausholen. Da sagt man, der Patient war bei einem Hochrasanstrauma verwickelt als Beifahrer in einem Fahrzeug. Alle Airbags haben ausgelöst. Der Beifahrer ist leider verstorben. Der Patient musste mit technischer Rettung geborgen werden und war initial bei Eintreffen eingeklemmt. Als Genau, vielleicht Beispiel. noch zu den Gurten was ganz kurz Genau, hat und wo ein das Auto Gurt. eingeschlagen hat. Aber auch da, glaube ich, muss man aufpassen, oder dass man da jetzt nicht wieder zu lang labert, ne? Welche Genau. Schere, Spreizer, Da bla. gibt es verschiedene Konzepte. Manche bringen ja sogar die Bilder vom Unfallort mit. Dann gibt es wieder Leute, die im Schockraum sagen: Boah, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich interessiere mich für den Patienten, nicht für das Auto. Ja, da muss man einen guten Mittelweg finden. Da kann man auch jetzt hier nicht richtig definieren. Der ist von Fall zu Fall abhängig. Natürlich, man sollte die relevanten Informationen des Und Mechanismus einfach hängt natürlich mitbringen. davon ab, wie super krank der Patient ist. Ne? Also wenn der jetzt quasi
unter Peri-Reanimation steht, dann sagt man Hochrasanstrauma, zack, Beifahrer. Ne? Korrekt. Und sonst, wenn der nur ein bisschen Aua hat und man nur erklären möchte, warum er jetzt im Schockraum ist, kann man vielleicht sogar ein bisschen länger ausholen. Genau. Theoretisch. Ja? Vollkommen richtig. Aber grundsätzlich knapp halten, oder? Grundsätzlich knapp halten, denn viele Informationen gehen sowieso beim Hörer direkt verloren. Ja. Okay, jetzt haben wir Age, Time, Mechanism, kommen wir zu I, Injury. So, wie fasst man gut die Verletzungen zusammen? Da gibt es ein paar unterschiedliche Arten und Weisen, wie man die durchspricht. Die Londoner zum Beispiel sagen von Head to Toe, also von Kopf bis Fuß, spricht man die einfach von oben nach unten durch. Ich persönlich mache das ein bisschen anders. Ich fange an bei Kopf, HWS, Thorax, Bauch, Becken und dann die Extremitäten und den Rücken. Ja, das ist mein persönliches Schema, weil ich finde, die Extremitäten sind das Unwichtigste und den Rücken darf man einfach nicht vergessen. Mhm. Und den erwähne ich auch übrigens, wenn er unauffällig ist, einfach um zu zeigen, ich habe den Patienten einmal gedreht. Mhm. Gibt es aber verschiedene Konzepte, manche sagen, lieber nicht machen. Aber du würdest jetzt die Verletzungen nur erwähnen? Ich würde die Verletzungen erwähnen. Machen wir doch mal einfach ein Beispiel. Okay. Sag mal, der hat jetzt eine Kopfplatzwunde, einen offenen Unterschenkel und ein Becken. Genau. Ich bringe mal bla bla bla. Der Patient hat eine Kopfplatzwunde an der rechten Stirn und hat ein weiches Abdomen, Becken allerdings eine Prellmarke auf der rechten Seite und eine offene Femurfraktur am linken Bein. Okay. Mhm. Und den Rücken, sagst du noch, dass genau, der unauffällig ist. Rückenuntersuchung oder Wirbelsäule war tastbefundlich unauffällig. Okay. Warum erwähne ich das? Weil ich finde, das vergisst man ganz häufig und weil mir das, als wenn ich eine Übergabe bekomme von Präklinik, möchte ich wissen, hat da mal einer nachgeguckt, hat man den mal gedreht und mal kurz geguckt. Mhm. Okay. Okay, jetzt haben wir Age, Time, Mechanism, Injury. Ich will das mal ein bisschen wiederholen, damit ihr es schon mal im Gehirn eingebrannt habt. Was kommt als nächstes? Die Signs oder die Symptoms. Und auch da haben wir wieder ein wunderbares Schema, wie wir das Ganze durchgehen. Und zwar den alten Trauma-Algorithmus CABCDE. Mhm. Beginnen wir also mit Critical Bleeding. Und da sagt man uns einfach, der Patient hat eine kritische Extremitätenblutung am rechten Unterschenkel, aktuell suffizient versorgt mit Tourniquet. Das heißt, ich benenne das Problem, das aktuelle, und ich sage auch direkt, wie es behandelt wurde, wenn es behandelt wurde. Mhm. Geht es weiter mit A, Atemwege frei, kann man sagen, oder man sagt eben kein A-Problem. Genau, kein A-Problem. Oder spricht das A-Problem einfach an, kommt dann zu Breathing, Circulation, Disability und Exposure. Ich denke, A, B, C ist relativ unstrittig, wie man das vorstellt. Bei D, bei Disability, da gehe ich schon immer nochmal, auch bei unauffälligen Befunden, gerade wenn der Patient narkotisiert wurde, darauf ein. Der Patient hat bei Eintreffen alle Extremitäten bewegt. Mhm. Pupillen waren bei Eintreffen isochor, weil das einfach relevant ist, um da eine Veränderung festzustellen. Mhm. Deswegen gehe ich da auch auf unauffällige Befunde trotzdem nochmal ein. Und bei Exposure, was sagt man bei Exposure? Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich finde den Punkt eigentlich mit am kompliziertesten. Was nimmt man denn da eigentlich mit rein? Und da nehme ich immer mit rein die Körpertemperatur. Es ist sehr, sehr relevant, ob der Patient schon eine Hypothermie hat. Mhm. Ja, dann als allernächstes spreche ich an, ob der Patient bekannte Antikoagulantien einnimmt, also ob er unter Markum A steht, unter den neuen oralen Antikoagulantien oder den direkten, weil das einfach das Traumamanagement nochmal ein bisschen verändert. Mhm. Gerade bei Blutung, ne? Gerade bei der Blutung, genau, es ist extrem relevant. Und gehe dann noch kurz auf Giftexposition oder Verbrennung ein, also ob der Patient vielleicht in irgendwelchen sauren oder Laugen gelegen hat oder ob irgendwelche Gase da am Einsatzort waren. Und Verbrennungen sind natürlich auch... Übrigens, er ist komplett relevant. Verstrahlt. Auf Wiedersehen. Ja. Übrigens, er lag in der Strahlenkammer des AKWs und ist dort gestürzt. So, jetzt haben wir nochmal kurz wiederholt. Age, Time, Mechanism, Injury, Symptoms bzw. Signs und als letztes T, Treatment. Bei Treatment fasse ich alle Dinge nochmal zusammen, die ich mit dem Patienten gemacht habe, die bei den Signs noch nicht aufgeführt wurden. Das heißt, zum Beispiel, dass ich sage, Narkose bestand aus 100 Milligramm Ketamin, 5 Milligramm Midazolam, initial 80 Milligramm Rocuronium,
zur Aufrechterhaltung 150 Milligramm pro Stunde Propofol und initial bei kritischer Blutung Tranexamsäure 1 Gramm. Als Beispiel. Ich finde ehrlich, man müsste nicht unbedingt die Dosierungen erwähnen. Also ich finde, man könnte auch sagen, Narkose mit Ketamin, Midazolam, Rocuronium, Aufrechterhaltung mit Propofol. Aber das ist wieder special. Ja? Kommt darauf an, wie schnell ihr glaubt, dass da sofort eine Intervention passieren muss. Und ich kenne es auch so, wenn ich es erwähne, habe ich das Gefühl, das interessiert niemanden. Und wenn ich es nicht erwähne, wird oft gefragt, na, wie viel hast du denn gegeben? Also, korrekt. Ich weiß nicht, wie du da dazu... Da hast du vollkommen recht. Und es ist natürlich mal die Frage, wie ausführlich macht man das? Stimme ich zu 100% zu. Ich finde gerade immer relevant die Medikamente, die aktuell noch laufen. Mhm, also die aktuell laufende Narkose zum Beispiel, die finde ich schon sehr, sehr relevant. Auf jeden Fall das Volumenmanagement finde ich sehr, sehr relevant. Das wie sollte viel man Liter auch, oder Milliliter? Genau, aber auch Medikamente, die man eben nur einmal geben sollte, wie Tranexamsäure oder die man nicht unendlich oft geben sollte, wie Tranexamsäure. Das kann man mal ansprechen, auch da die Dosierung. Aber du hast vollkommen recht, wenn der Patient crashend ist, dann natürlich eher knapp. Und interessiert es niemanden, ob du jetzt 100 oder 200 Milligramm Ketamin geben hast. Genau, ne? Aber es interessiert die Leute schon eben, ob 1 Milligramm pro Stunde Noradrenalin läuft oder... oder 1 Gramm. Oder 10, ja genau. Okay. So, das heißt, jetzt haben wir es eigentlich schon durch. Atmist. Es gibt noch ein paar Sachen, die bei Atmist nicht dabei sind, die man trotzdem sagen sollte. Die sind aber beim Sample-Schema ganz gut mit zusammengefasst letztlich. Und zwar nochmal kurz, das ist das sind die relevanten Allergien, das ist der Nüchternheitszustand, eventuell erwähnen, oft aber auch egal, wenn der Patient jetzt wirklich crashend ist, dann ist er eh schon intubiert, ist der Nüchternheitsstatus auch egal. Allergien, das sind die Vormedikamente und die Angehörigen. Die Angehörigen werden ganz häufig vergessen, aber es ist natürlich relevant, gerade bei Leuten, wo vielleicht die ganze Familie betroffen ist, dass man sagt, die Kinder des Patienten konnten unverletzt von der Rücksitzbank geborgen werden und werden momentan von der Polizei gerettet. Danke. Boah, wenn das... das müssen wir aufpassen. Das, aber das ist natürlich ein ganz relevantes Detail, weil das will der Patient als allererstes wissen, wenn er irgendwie wieder zu Sinnen kommt. Und dann sollte man das auch der Fairness halber übergeben. So, Martin... Üben wir es einfach nochmal, oder? Wenn du es üben möchtest, ich bin begeistert. Du bist. Warte mal, wir machen es so, damit es nicht so einfach ist. Also, du kommst irgendwann mal nach Mitternacht mit einem schwer verletzten Motorradfahrer okay. zu mir in Schockraum. Ich bin der wütende Oberarzt, der wegen dir jetzt aufstehen muss und grummelnd deine knappe Übergabe wünscht, weil er ja, so semi-motiviert ist. Moment, ich grummle. Guten Morgen, wütender Herr Fandler, Gott hat mein Name. Als Notarzt bringe ich Ihnen den Herrn Motorradbiker, 45 Jahre alt, der vor 90 Minuten, das heißt 1.30 Uhr mit seinem Motorrad verunglückt ist. Er ist dabei als Motorradfahrer gegen einen Fernsehmast gefahren, dann 30 Meter über den Boden geschleudert worden und kam neben seinem Motorrad zu liegen. Initiale Verletzungen von Kopf bis Fuß. Der Patient war behelmt. Nach Helmabnahme Kopf soweit unauffällig bis auf eine Sickerblutung aus dem Mundwinkel, am ehesten eine Zahnverletzung. HWS war tastbefundlich unauffällig, trotzdem Stiffneck immobilisiert natürlich. Thorax war seitgleich gut auskultierbar. Soweit stabil. Bauch war leider relativ hart, auffällig, auch mit einer Prellmarke auf der rechten Seite, ebenso das Becken, Prellmarke auf der rechten Seite und natürlich imponierend die offene Unterschenkelfraktur auf der linken Seite. Am Rücken habe ich keine Verletzung gesehen. Gehen wir nochmal ganz kurz durch von nach dem ABC-Schema. Die kritische Blutung am Unterschenkel linksseitig aktuell mit Tourniquet versorgt. Bei Initial GCS von 3. Wurde der Patient von mir bei freiem Atemweg schutzintubiert, B, seitengleich beatmet, initial und nach Intubation, C, der Patient hat von mir 2 großlumige Zugänge jeweils in den Ellenbogen rechts und links bekommen, war initial kreislaufstabil mit einem 120er Systolendruck nach Intubation, dann auf 90 runtergegangen, jetzt 1 Liter Volumen bekommen, darunter mit 110er Systolendruck jetzt soweit kreislaufstabil. Bei D, der Patient war initial mit dem GCS von 3 nicht neurologisch beurteilbar. Die Pupillen waren seitengleich, lichtreagibel, mittelweit. Extremitäten wurden nicht bewegt. Bei Exposure, der Patient war initial relativ kühl, von 35,5
Körpertemperatur gemessen, lag in einer Benzinlache, wurden aber keine Verätzungen oder irgendetwas gesehen. Über Antikoagulantien oder sonstige Punkte ist nichts bekannt. Ebenso konnte ich nichts sagen über Nüchternheit, Allergien oder Angehörige. Ist leider alles nicht bekannt. Treatment hat der Patient bekommen, Ketamin, Midazolam, Rocuronium zur Narkoseaufrechterhaltung, 150 Milligramm Propofol, die jetzt auch noch laufen, 1 Liter Volumen, wie gesagt, und 1 Gramm Tranexamsäure. Zusammengefasst, schwerverletzter Motorradfahrer, offene Unterschenkelfraktur, linker Unterschenkel, bei GCS3 schutzintubiert, Prämarke, rechter Unterbauch und rechtes Becken. Jetzt Kreislauf stabil, Ihr Patient. Auf Wiedersehen, Krummliga, Herr Fandler. Ich habe auch gar keine Fragen. Jetzt zusammengefasst muss man sagen, man kann ja da mega viel Informationen in kurzer Zeit vermitteln. Ihr habt auch gesehen, dass der Philipp am Ende so ein bisschen von dem Schema abgewichen ist. Aber ich finde, das ist genau das Wichtige, dass man so ein Schema nimmt als Leitpfad, aber sich halt nicht stupide dran hält, weil das gerade jetzt irgendwie so vorgeschrieben ist. Genau, das Gute ist, es ist ja euer Schema und ihr wollt die Information rüberbringen. Es kommt auf die Information an und es ist vollkommen egal, wie ihr das Schema nennt. Wichtig ist, dass ihr nichts vergessen habt. Genau. Und deswegen benutze ich AdMIST immer in meinem Kopf und gehe es durch. Das heißt aber nicht, dass ich es immer sklavisch anwende. Genau. Was uns interessieren würde, ist, wie geht's euch? Nehmt ihr alle S-Bar? Macht ihr alle irgendwelche anderen ABC-Übergaben? Findet ihr das zu lang? Findet ihr das zu kurz? Welche Informationen müssen da unbedingt noch rein oder was sind eure Erfahrungen? Da interessiert uns vor allem von denen, die in der Präklinik tätig sind, aber auch denen, die im Schockraum die Sachen entgegennehmen und sagen, boah, also so eine AdMIST-Übergabe, viel zu viel Informationen oder viel zu wenig. Was fehlt immer bei der Übergabe? Was ist vielleicht zu viel? Mhm. Das würde uns extrem interessieren. Mich würde auch noch interessieren, merkt man eigentlich, dass wir schwitzen wie die Hölle, weil es so warm ist? Und mich würde auch interessieren, ob ihr schon allen euren Bekannten erzählt habt, dass man uns auch bei WhatsApp gut abonnieren kann. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf jeden Fall schreibt, was euch interessiert. Kritik, Lob, alles, Anregungen. Wir freuen uns über jeden, der uns schreibt. Und bitte immer teilen und liken, aber vor allen Dingen auch bei YouTube und bei WhatsApp anschauen. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Ruhige Dienste und bis bald. Macht keinen AdMIST. Ciao. Ciao.